Willkommen zurück hier wieder bei Deus Ex. Genau, das Wort habe ich gesucht. wir haben das letzte Mal diese komische Mission da mit dem Sandsturm freudig überlebt. Beziehungsweise beim vorletzten Mal war das schon gewesen. Sind dann mit dem Zug irgendwie ein bisschen durch die Gegend getuckert, am Bahnhof ausgestiegen und hier jetzt anscheinend in unserer Wohnung oder was auch immer. What the? Die ist schon mal direkt nicht mehr ganz so lieb da drüben. Ich habe für so gut wie nichts auch nur ansatzweise ein bisschen Munition. Werde anscheinend ganz schön stark überwacht hier. Mein Anzug ist im Eimer und jetzt heißt es herausfinden, was wir hier momentan zu tun haben und was wir tun können mit wenig Munition und kaputten Anzug. Ich wollte sowieso mal schauen, wir haben hier ja im Allgemeinen eine Menge Möglichkeiten. Der Anzug, der, wie gesagt, sieht aus, als wäre er ziemlich im Arsch, wird uns überall Error angezeigt, egal bei was in der Fähigkeit. Haben hier aber auch noch andere Sachen. Verfügbare Teile 20, das ist schon mal nicht viel. Können uns hier nämlich anscheinend zum Beispiel eine Biozelle zum Aufladen unserer Batterie und alles herstellen. Und auch anscheinend eigene Munition. Eine Minenmatrix. Ein Multitool. Ist ein tragbarer Mehrzweck... eine tragbare Mehrzweck-Hack-Einheit. Eieiei, wer denkt sich denn solche Wörter aus? Dazu haben wir noch unsere Mission. Kolle mit Antiquariat finden. Das machen wir doch glatt. Einsatzzieldetails. Offenbar hat Koller Probleme mit einer örtlichen Verbrecherbande. Wenn er mich zusammenflicken soll, muss ich an den Dwellschlägern vorbei, die das Time Machine auf den Kopf stellen und nach ihm sehen. Okay. Also wir müssen irgendwie an den Typen da draußen vorbei. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt bewerkstelligen können. Die scheint mir aber eine Böse zu sein, wenn die da so hockt und heult. Seit entweder hier schauspielert. Okay. Der kann ich aber nichts anfangen, die heult nur rum. Das hier kann ich gegebenenfalls hacken. Wo muss ich denn da hin? Da oben hin. Das heißt also da lang, da lang, da lang. Richtig? Versuchen wir es doch einfach mal. Zack, zack. Und darüber. Das ging relativ schnell und einfach. Tür öffnen. Bierkasten werfbar. Zubehörteile, sehr schön. Noch ein bisschen was zum Bauen. So, ein bisschen weiter umschauen. Hier gibt es doch bestimmt noch das ein oder andere tolle Teil. Schrank. Was haben wir denn hier? Gyrospischer Regulator. Jawohl, mein Regulator. Das kann ich... Ich will das hier nicht aufheben, ich will es aufmachen. Ein Drucker, den wir durch die Gegend werfen können. Ansonsten... Datenscan-Software. Das ist immer gut. Hier nichts weiter. Gucken wir noch mal auf dem Klo. Also manche Leute, die hausen ja wirklich ekelhaft. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Ah ja, Zubehörteile. Vom Klo. Was der damit wohl hier gemacht hat. Das will ich, glaube ich, gar nicht wirklich wissen. Das hier überlasse ich wieder euch, das Lesen. Wenn ihr daran Spaß habt, der Maschinengott, das ist bestimmt das ein oder andere Nützliche, werde ich mir vielleicht bei Gelegenheit auch mal durchlesen. Aber... Okay. Hallo Typ. Gib den Glauben an die Kirche nicht auf. Geld. Die Singularität ist nah. Du musst durchhalten. Alter, was laberst du? Verkaufsobjekt. Ist immer gut. Oh, Schrotmunition nehmen wir auch mit. Das war's anscheinend hier. Gut, haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Teile
zu mitnehmen. Jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach unserem Ziel, das da unten ist. Ah, hier ist noch eine Wohnung. Hacken wir die doch noch gerade. So, alles ein Kinderspiel hier. Gehen da rüber. Okay, es gibt zwei verschiedene. Ah, verstehe. Okay. Auch im Ernst, jetzt kann ich das nächste Mal nochmal versuchen? Okay, verkackt. Frage ist nur, wie ich die Zeit hätte. Gucken, was hier drin so. Kommen wir hier rüber vielleicht in die Wohnung rein? Oh ja, ducken wir vielleicht eine Maßnahme. Da kommen wir nicht lang. Vielleicht kann man da gar nicht durchkommen und ich muss hier durch in die Wohnung kommen. Okay, Sperrzone. Das heißt also wahrscheinlich, dass ich nicht gesehen werden darf. Ich verarsche dich nicht, Eva. Aber die Dinge müssen sich ändern. Ich habe jetzt Connections. Ich habe die Dwellies. Wir können die ganze Operation völlig neu aufziehen. Treib's nicht zu weit, Uyubok. Sehr gut. Tu dir nichts. Verschwinde, bevor ich dich umlege. Ja, ja, ist sehr gut. Hey, ich will doch gerade schon verschwinden. Lass mich doch in Ruhe. Ich wollte doch abhauen, Menno. Na toll, jetzt habe ich ja natürlich die volle Aufmerksamkeit im Gebäudekomplex. Na, da hatte ich schon mal bessere Ideen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich zu meinem Ziel muss. Tars ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Okay, scheint mir so, als müsste ich den aufzukacken. Sicherheitsstufe zu hoch. Alles klar. Na, dann machen wir das doch einfach über den einfachen Weg. Zack. Und raus hier. Wow. Die sahen aber gerade nicht so nett aus. Okay, da habe ich keine Munition. Da habe ich die Munition für bekommen. Sehr schön. Na, nachladen. Sehr viel Schuss sind es trotzdem nicht. Uiuiui, das kann hier jetzt echt witzig werden. Ihr seid eigentlich auf der Suche nach mir, oder? Kann ich irgendwie die Waffe wegstecken? Ja, Schmutz war geklärt. Versuch jetzt einfach mal plötzlich. Einfacher Montage. So, da hinten ist unser Einsatzzielpunkt. Sehr schön. Geschlossen, Uyubok. Privatveranstaltung. Ja, ja, komm mal, die Gosch. Lass mich durch oder ich lass mich durch. Okay, er lässt mich nicht durch. Dann müssen wir erstmal den anderen Weg versuchen. Bin ich hier vielleicht durch? Da muss ich ja drüben hin. Hallo? Vielleicht kam es aus der Gasse. Mit dem da reden. Hoppala. Okay. Das klingt fast logisch. Wir behalten Sie im Auge. Packen Sie das Ding weg oder verschwinden Sie. Ist ja gut, ist ja gut. Kleiner Tipp, verschwinden Sie. Zwei Worte. Verschwinde, Arschloch. Zwei Worte. Verschwinde, Arschloch. Ja, ist ja gut. Selber Arschloch. Mensch, 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 da will man nur mal ein paar Worte wechseln. Und dann so was hier. Okay, warte mal, wir haben da einen Zielpunkt. Welchen Zielpunkt haben wir noch? K.
keinen. Okay. Ach, halt die Bosch da vorne. Du hast hier nichts verloren, Metallmann. Hey, deine Mutter hat hier nichts verloren. Colin, okay. Antiquariaten. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Das wäre dann wahrscheinlich die U-Bahn-Station. Irgendwo hinreisen. Will ich aber nicht. Ich will das hier zurück zur alten Form. Offenbar hat Connor Probleme mit einer örtlichen Verbrecherbande. Wenn er mich zusammenflicken soll, muss ich an den Deppelschlägern vorbei, die das Time Machine auf den Kopf stellen und nach ihm sehen. Das Thema hatten wir schon. Also ich versuche einfach hier durchzugehen. Verschwinde, ist besser für dich. Seltsame Akustik hier. Hey, no. Oh, im Ernst jetzt? Gut, so funktioniert das Ganze schon mal nicht. Da ich gerade blöderweise null Zeitübersicht habe, wie lange ich jetzt gerade schon dran bin, würde ich sagen, wir machen hier nochmal jetzt ein kleines Päuschen. Und schau mal, dass wir versuchen, im nächsten Video da irgendwie durchzukommen und reinzukommen, damit wir unseren Auftrag mal erfüllen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das irgendwie hinkriegen würden. Also, dann danke ich euch einmal wieder fürs Zuschauen und Zuhören und Zugucken und dabei sein. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.